Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Wir sind zurück und ich muss dazu sagen, ich habe offscreen ein bisschen Ton gefarmt, habe den gebrannt und habe da Treppenstufen draus gemacht, Ziegelsteine. Habe meine Schaufel genommen dafür, die Glück 3, weil da hinten, da ist ja ein riesen Meer und da war natürlich auch ein mega großes Vorkommen an Clay gewesen, an Ton. Und dementsprechend habe ich mich daran versucht. Bin da auch zu einigen Lösungen gekommen, um das mal so dezent auszudrücken. Also ich habe da einen Arschhäufer von gefunden, muss ich sagen. Habe mich natürlich auch in den Kisten meiner lieben Mitbewohner aus der Stadt bedient. Ich hoffe, sie sind mir nicht böse, es tut mir leid. Und latsche jetzt hier wieder hoch zur Kirche, weil wir wollen oben den Turm das Dach draufpacken. Und wie ihr seht, haben wir hier auch so ein bisschen Terraforming durchgeführt. Das heißt, das war ich, ist aber auch schon einige Zeit her, also ist nicht erst seit heute, sondern eben halt schon ein bisschen länger her, weil hier unten drunter ist es noch nicht. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit der Norbert in seinen Aufnahmen da drüben der Opa spielt. Könnt ihr mal reinschauen, alle Teilnehmer, wie gesagt, unten in der Beschreibung drin verlinkt, damit er hier nicht auf so ein riesen Loch oder Absatz gucken muss, habe ich hier so ein bisschen Terraforming begangen. Ich weiß auch nicht, ob er damit einverstanden ist, was ich hier so mache mit der Kirche, die ich ihm einfach so vor die Nase klatsche, weil er ist da ja, hat da ja sein Haus hingestellt und konnte dann hier schön auf dem Wasser drauf gucken und auf dem Wald und jetzt hat er hier so ein olles Gebäude vorsitzen und hat nur noch in die Richtung da das Wasser. Na, können wir ja mal kurz schauen, hier dahin hat er das Wasser noch. Es tut mir leid, aber ist halt so, in die Stadt, die etwas größer werden soll, gehört eben halt auch eine kleine Kirche rein. So, also wir bauen jetzt da oben das Dach drauf. Das ist so Hintergrund der ganzen Geschichte. Da habe ich Holz, ja habe ich. Dann können wir nämlich hier hocheiern und dann können wir nämlich da oben schön das Dach drauf pappen und wir können noch mal so ein bisschen weiter sinnieren, denn es war ja zwischenzeitlich mal die Frage gewesen, was heißt zwischenzeitlich, aus der letzten Folge haben wir ja die Frage bearbeitet, was mein Lieblingsfilm ist und wo ich ja gesagt habe, ich habe nicht nur einen, ich habe da mehrere. Und das sind halt solche Sachen, die kann ich dann auch nicht in einer Folge bearbeiten, sondern eben halt auch in mehreren Folgen. Und ich denke mal, wir werden auch in dieser Folge das nicht ganz schaffen, dass ich diese Frage zu 100% beantworten kann. Dementsprechend machen wir einfach mal weiter. Unter anderem, um bei den 80ern kleben zu bleiben, Zurück in die Zukunft ist natürlich das Highlight schlechthin. Kennt, glaube ich, auch jeder heute dank Mr. Bergmann, weil Mr. Bergmann da ja schon für gesorgt hat. Ohne Witz, du bist jetzt nicht runtergefallen. Weil Mr. Bergsman natürlich dafür gesorgt hat, dass jeder aufgrund seines Servers zum Beispiel Zurück in die Zukunft kennt. Klar, deutlicher Klassiker. Dann natürlich muss man auch sagen, die ganzen Horrorfilme aus den 80ern, die gucke ich unwahrscheinlich gerne. Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Bin ich irgendwie ein großer Fan von. Ich weiß nicht warum. Oder Mike Myers oder Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Ist schon geil. Also die Leute, ich weiß nicht, ob ihr das alles noch kennt. Ob ihr das alles kennt, weiß ich natürlich nicht. Ist halt, wenn man sich das heute anguckt, eigentlich der größte Quatsch schlechthin. Chucky die Mörderpuppe und so weiter. Ist schon ein Stück Filmgeschichte im Endeffekt. Also man muss sie gesehen haben, die Filme. Bin ich persönlich mal so der Meinung. Aber es ist halt natürlich auch wieder noch so, dass es halt was anderes ist, ne? Also es ist jetzt nicht so das typische Klischee eines heutigen Films. Also es ist, man muss immer überlegen, was für Möglichkeiten man damals in den 70ern, 80ern hatte und dementsprechend kommt man dann zum Entschluss, nicht viel. Heute ist natürlich alles über Computeranimationen lösbar, wo du dann einfach einen Computer nimmst zur Hilfe oder einen Greenscreen und dann machst du das einfach mal. Animierst da so eine olle Puppe und fertig. War damals nicht möglich. Da muss man das wirklich anders machen. Entschuldigung fürs Räuspern, aber ist halt einfach so. Mein Hals nach wie vor noch, ich bin in einer längeren Aufnahmesession, mein Hals nach wie vor noch am Krächzeln, am Kränkeln. Dementsprechend bitte nicht wundern, warum ich mich so scheiße anhöre. Liegt nicht nur an meiner äußerlichen Natürlichkeit, sondern halt auch einfach
weil ich vielleicht krank bin. Könnte daran liegen. So, dann geht's weiter mit, müssen wir hier doch die Fackel abbauen. Dann geht's weiter mit dem guten alten Klassiker, ein ausgekochtes Schlitzohr. Habe ich gerne gesehen. Also Comedy-Sachen habe ich wirklich gerne gesehen. Ein ausgekochtes Schlitzohr, der Bandit und der Schneemann. Ist allerdings auch schon etwas älter, aus den 70ern ist der, glaube ich. Ne? Anfang der 70er war das, glaube ich, gewesen. Mit Burt Reynolds zum Beispiel. Und Mensch, wie hieß er denn? Lou Reed. Lou Reed war auch ein Sänger, der hat das Titellied zu der zu dem Film geschrieben und hat dann selber eben den Schneemann verkörpert. Das war der LKW-Fahrer bei Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ging es darum, dass da einer mit einem Auto oder ein Auto oder ein Paket abliefern musste. Ich glaube, das war ein Paket, ne? Ein Paket abliefern musste innerhalb einer gewissen Zeit und musste damit quer durch Amerika jagen, wo er dann natürlich von der Polizei gejagt und verfolgt wurde. War ein unheimlich lustiges Spektakel, was dabei rausgekommen ist. Fand ich gut. Die haben es dann nur kaputt gemacht, indem sie dann nachher noch 3, 4, 5, 6 Teile von gedreht haben und es wurde dann einfach nur noch lächerlicher und Burt Reynolds hat sich damit natürlich keinen Gefallen getan. Burt Reynolds, selber den Schauspieler, kennt man noch aus der Zeit von Ein Dude kommt selten allein, von dem Kinofilm zum Beispiel. Habe ich gerne auch als TV-Serie gesehen, tatsächlich. Daher kannte ich Ein Dude kommt selten allein. Da ging es ja auch im Endeffekt darum, dass da zwei Brüder, zwei Geschwisterjungs, den selbstgebrannten Schnaps, ich hätte beinahe gesagt Schmatz, den selbstgebrannten Schnaps von ihrem Onkel dann unter die Menschen bringen mussten, was natürlich selbstgebrannt in Amerika ist halt immer ein heißes Thema, ist natürlich verboten, ne? Muss man auch sagen. Und war auch sehr, sehr witzig. Die haben da so einen alten Dodge gehabt, mit denen haben sie dann die Türen zugeschweißt, damit er stabiler wurde und sind dann auch vor der Polizei in Good Old Texas Town weggefahren. Und da kam auch immer ganz lustige Szenerien zustande, wo ich auch sehr gut amüsiert wurde. Und da hat Burt Reynolds halt den... Wen hat er denn gespielt? Wie hieß der denn? Boss Hogg. Genau, Boss Hogg hat er gespielt in dem Kinofilm. Zusammen mit Jackass Star, wie hieß er? Oh, ich komme nicht auf den Namen, den Typen von Jackass. Mann! Man weiß immer so viel. Alter, weißt du was? Jetzt weiß ich auch ganz viel. Weißt du, was ich jetzt weiß? Oh Gott. Tot. Alter, ich hab's überlebt. Krass. Habe ich da Federfell drauf? Nee. Schutz 4. Hyperkeit 3 und Atmung 3. Krass. Warum habe ich eigentlich Atmung auf Schuhe? Lol. Das hat man doch eigentlich auf Helm. Oh nee, doch. Lol, ich kann schwimmen. Oh, ich lebe. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Nee, Mensch, wie hieß er denn? Mr. Jackass. Verdammt, ich komme nie auf den Namen. Ihr wisst es ganz bestimmt. Schreibt es mal ins Kommentar rein, wer Mr. Jackass ist. Der Typ, der Jackass gemacht hat. Mal, ich komme nicht drauf. Verdammte Scheiße. Es regnet auch noch. Ohne Witz, ich komme da nicht drauf. Das ist ja voll nervig. Ja, so ist das, ne? So ist das, wenn du alt wirst. Kommst du einfach nicht mehr auf die Nase. Ey, ich komme da nicht drauf. Verdammte Scheiße. Komm ich nicht drauf. Ist halt einfach so. Nee, und da hat Burt Reynolds auf jeden Fall mitgespielt. Ups. Und das, denke ich mal, haben die einfach nur gemacht, damit eben der Film nochmal so ein bisschen Popularität bekommt. Und eben halt auch den Witz. Nee, war ganz, ganz witzig, dieser Kinofilm. Unter anderem, was haben wir denn noch für Kinofilme? Ach, es gibt so viele Filme, ob Kino oder TV. Harry Potter, natürlich, klar, hat man gesehen. Ich eigentlich mehr oder weniger aufgrund dessen. Oder wenn wir das da aus Holz machen? Ich eigentlich nur aufgrund dessen, weil eben meine Kinder das alle gesehen haben. Klar, es war natürlich zu der Zeit, wo Harry Potter angefangen hat, meine älteste Tochter, die ist jetzt ja auch 22 und die hat damals angefangen, eben klar, weil es eben Mode und Kult wurde, Harry Potter, das war halt jeder in ihrer Schule hat von ihm gesprochen. Ja, hast du Harry Potter gesehen? Ja, klar, voll geil und tralala. Natürlich hat man das so mitgekriegt.
in den Anfängen die ersten paar Teile und dann liegt man natürlich auch als Erwachsener irgendwann damit dran, weil man einfach wissen wollte, wie geht's weiter, ne? Und da ich ja auch sehr gerne in der Badewanne sitze, gucke ich mir. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das einfach so nachmachen dürft bei euch zu Hause. Also ich selber habe an meinem Computer eine TV-Karte drin, hier in meinem PC. Ne? Ich kann so mit TV-Sendungen dann auch an meinem Computer gucken. Dient halt einfach nur daran, wenn meine Frau irgendwas anderes gucken möchte, was ich nicht gucken will. So wie Bauer sucht Frau oder nimm mir eine Schlampe aus der Ecke oder so, keine Ahnung. Und da ist halt einfach dann der Punkt, dass ich dann sage, ja, nee, das ist nicht meins, muss ich nicht angucken. Ne? Oder hier Johnny's Mix Top-Klo oder sowas. Das sind alles nicht so meine Dinger. Ich muss es halt nur manchmal mitgucken, weil aus Liebe zur Frau tut man ja bekanntlicherweise unerklärliche Dinge. Und da ist dann halt einfach der Knackpunkt. Muss ich das nicht so unbedingt haben. Deswegen schaue ich dann am Computer selber. Alter, das ist verschwommen. Lol. Voll das Texture-Pack. Shader. Das ist der Shader. Cool. Nee, und da ist dann halt einfach der Punkt. Da guckst du dann am Computer selber irgendwelche anderen Sachen, damit du nicht immer auf YouTube rumgammelst, weil es ist ja auch irgendwo immer das Gleiche. Guckt man dann halt zum Beispiel seine Serien, die man in den 80ern gesehen hat, sowas wie eben Knight Rider oder was es nicht alles gibt, MacGyver und keine Ahnung was. Das zählt halt alles zu mehr oder weniger Lieblingsfilmen. Oh, hier ist ein Enderman. Yay. Später. Nee, und da ist halt aber der Knackpunkt. Dann machst du das hier und dann habe ich das verlinkt mit meinem iPhone bzw. Tablet oder Tablet und kann dann darüber dann auch auf dieses Medium streamen. Wow. Wo bist du? Da unten bist du. Wow. Komm her, dein Arsch gehört mir. Wo bist du hin? Weg ist er. Oh, das ist doch scheiße. Nur wegen dem Feuer. Ohne Witz, du bist jetzt nicht weg. Mann! Und das kannst du nur wegen dem Feuer, ey. Der haut dann immer ab oder ist er schon tot? Hallo? Hallo? Weg bist du. Oh ja, du genauso, ey. Was haben wir hier noch? Nee, keine Ahnung, der ist weg. Scheiße auch. Oh, ich auch. Nochmal. So. Wo ist er hin? Weg ist er. Hallo, Creepy. Tschüss, Creepy. Oh, ich muss mal den Schaden ausschalten, fällt mir dazu ein. Da war ja was. Nee, weg ist er. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt hier am Haus weiter, an der Küche. Passt schon. Nee, und, oh Gott, Filme. Ich habe so viele Filme. Deutscher Klassiker, Das Boot. Kennt das einer von euch? Das Boot U96. Da gab es damals auch mal einen von... Oh, wie hieß er denn? Irgendwas mit Alex. Alex, schlag mich tot. Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall dazu die erstklassige Filmmusik gemacht. Hat, was heißt Filmmusik? Hat er nicht dazu gemacht. Aber er hat da eben ein Disco-Dings-Scheiß draus gemacht. Ein bisschen Techno und sowas alles. Hat da zugebaut. War nicht ganz uncool. Fand ich persönlich aber dann auch... Wenn man sich den Film reinzieht oder den Film kennt aus der ersten Stunde, fand ich persönlich dann auch nicht so passend. War der andere Punkt, aber was ist heutzutage schon passend? Man konnte dazu gut abhotten, es hat gut gewumst, war ein geiler Beat. Der Film selber auch wieder ein Kriegsfilm, muss man auch sagen, was das deutsche U-Boot oder ein deutsches U-Boot betrifft. Und ist halt eine coole Geschichte, was da so auch hintersteckt und so, muss man auch mal so sagen. Darf man immer nicht vergessen, dass eben die deutsche Geschichte leider immer nicht ganz so sauber ist, wie sie von einigen Leuten so wahrgenommen wird. Deswegen, aber ich bin halt auch dankbar dafür. Ach cool, warte mal, wir können ja hier anfangen. So, weil ich werde das Ganze mit Glowstone auskleiden hier in die Kirche. Deswegen. Ja, aber das Boot, deutsche Schauspieler, unter anderem auch Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer, sein Einstieg in die Showbranche, wo er dann nach dem Film gesagt hat, ich mache nichts mehr mit Film, ich mache Musik. Fand er besser, muss ich auch sagen, hat er nicht verkehrt gemacht, die Entscheidung. Musste ihm nochmal einen Schluck Kaffee trinken.
Und bin ich auch dankbar drüber, weil wenn ich mir Herbert Grönemeyer in seinen jungen Jahren weiterhin im Fernsehen hätte angucken müssen oder im Kinofilm, bin ich ganz ehrlich, hätte ich mir wahrscheinlich das Fernseh- und Filmgucken abgewöhnt. Weil er war jetzt nicht so der Vorzeigetyp damals für Fernsehen. Und da fand ich die Entscheidung, dass er Musik gemacht hat, schon deutlich besser. Klar, auch da hat man sich drüber lustig gemacht, über seine Art und Weise. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Klar, oh, Alter. Klar hat man sich damals lustig drüber gemacht, über seine Art und Weise. Ich glaube, das macht man auch heute noch. Aber aus meiner Sicht sehr unverständlich, warum. Also er hat einfach geile Musik gemacht. Er hat deutsche Geschichte geschrieben. Und möchte ich einfach sagen, ist eine falsche Entscheidung, sich über solche Leute lustig zu machen. Auch wenn er damals natürlich etwas komisch geklungen hat. Ja, natürlich. Ne, auch heute noch teilweise ist es manchmal nicht ganz so erklärlich und astrein. Doch, genau. Erklärlich und astrein, wie er sich da so zu dieser Stimme kam, aber das ist halt in der Natur des Menschen, ne? Da kann er nichts für, die Stimme ist ihm so angeboren worden und von daher, warum soll ich mich lustig machen über einen Menschen, der Musikgeschichte geschrieben hat? Herrgott, Mensch, Leute, ne? Und vor allem jeder kennt seine Lieder, das kommt ja auch noch mit dazu. Deswegen, also Herbert Grönemeyer, danke, dass es dich gibt, danke, dass es deine Musik gibt und danke, dass du bei dem Boot mitgespielt hast. Mit den Größten des deutschen Fernseh- und Showbusiness. Klaus Wennemann, leider verstorben, hat in den 80ern einen Meilenstein gelegt mit der TV-Sendung Der Verhandler, Polizeiserie. Klar, heutzutage kennt man nur Cobra 11, Autobahnpolizei, aber halt, falscher Stein. Man sollte vielleicht hier nochmal eine Nuance setzen mit der Gerät. So, Polizeiserien waren damals sehr gefragt, muss man auch immer wieder sagen. Das waren damals die Dinger, womit man in der Fernsehwelt Eindruck geschindet hat, muss man auch immer wieder sagen. Klar, manchmal sehr aus den Haaren herbeigezogen, aber die Storys, aber gut, ist es heute nicht anders. Ich meine, ist es heute anders? Also heute muss ich sagen, ist es teilweise noch verrückter. Alleine guckt der Cobra 11 an, wie viele Autos da geschrottet werden. Also wer denkt, dass es auf deutschen Straßen wirklich so zugeht wie bei Cobra 11, der hat sich geschnitten. Es tut mir leid, aber das ist so. Der hat sich einfach geschnitten. Der hat das immer noch nicht geschnallt, wie es in der Realität aussieht. Und da ist halt einfach der Punkt, dass es damals nicht besser war, aber anders. Ne? Das ist halt der Vorteil von damals, wo ich dann auch wirklich dafür bin, zu sagen, ja doch, Alter, das war jetzt knapp, wo ich doch dafür bin, zu sagen, die Filme der 80er Jahre haben schon erheblich viel geprägt. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Filme, die ich mir immer wieder gerne angucke, die ganzen Rambo-Filme zum Beispiel mit Sylvester Stallone oder Rocky. Ne, ganz klar, man kennt ihn ja nur von heute, den Rocky Stallone Picture, hätte ich beinahe gesagt. Aber er hat tatsächlich angefangen mit der Hype, sag ich mal, von meiner Seite aus, hat damit angefangen eben mit diesen ganzen Rambo-Filmen von ihm. Ne? John Rambo, der Kriegsveteran, als auch danach dann die später die Rocky-Filme, die eigentlich vorher schon gewesen sind, muss ich auch dazu sagen, die haben mich da erst dann geflasht. Also es gibt so viel zu erzählen von Filmen und so weiter. Gut, hör mal auf, lassen wir jetzt einfach dabei sein. Nächste Folge gehe ich nochmal auf andere Fragen ein zum Texture Pack. Da haben eben nochmal so einige Leute gefragt, wie sich das zusammensetzt da oben und so weiter. Erkläre ich dann damit nochmal in diesem Sinne. Wünsche ich euch einen schönen Freitag und bis morgen. Bis dann. Ciao.